Hey ho, Monsterfreunde! Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Feed the Beast Monster! Ja, ich glaube, man sieht es schon. Hier hatten wir irgendwie den Output vorher. Und das musste ich nochmal ändern. Weil der Scrap nur nach hinten rausgeht, eigentlich. Zap. Einmal J und einmal wieder zurücktauschen. So. Und warum geht das nicht? Ist der Weg wirklich zu weit? Könnte es sein? Hier ist nämlich auch sehr viel. Wo waren wir denn? Wir waren hier unten, ne? Was ist, wenn wir hier eine Kiste machen? Aus der dann auch wieder rausgepumpt wird. Das Ganze ist erstmal nur anfangs, ne? Also, das ist eigentlich nicht Hauptsinn der Sache. Oh, wir haben noch ein Holocover. Zip. Und da haben wir eins. Oh, noch 8 weitere. So. So, hier ein paar Steine. Cobblestone. Warum seid ihr nicht übereinander gelegt? Item Ducts brauchen wir gerade nicht. Schalterchens nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Fluid Ducts brauche ich auch nicht. Opale, ein bisschen Rotten Fleisch. Das nehmen wir weg. Das weg. So. Kiste. Haben wir. Wir haben hier noch ordentlich Kisten. Dann probieren wir es doch einfach mal mit einer Kiste aus. Dass wir da unten eine Kiste hinsetzen. Zap. Zap. So. Klatsch weg. Dort hingesetzt. Den. Oh, hallo. So. Zap, zap. Können wir erstmal gucken, ob hier überhaupt Scrap ankommt. Das sollten wir vielleicht vorher mal testen. Hier ist der Scrap schon mal raus. Das ist doch wunderbar. Das heißt, er müsste ja gleich hier ankommen. 20 habe ich hier reingepackt. Komm. Wir bringen in der Zwischenzeit einfach mal das Holo-Cover an. Zap. Ich finde das schön. Das sieht hier so immer aus wie ein Labor. Also die Lampen sehen voll geil aus, finde ich. Also es ist 64. Loft. Jo. Das geht wiederum immer noch nicht. Es wird nicht weniger. Das heißt, dass der Weg wahrscheinlich einfach viel zu lang ist. Das soll uns aber nicht davon abhalten, würde ich sagen. Hier habe ich doch eigentlich eine hingesetzt gehabt. Shit. So ein Shit. Und dann geht das auch, ne? Hätte ich da keine Kiste hinsetzen müssen, ne? Wollen wir wetten? Natürlich. Ja, das heißt, diese Kiste kommt hier wieder weg. Man sollte das vielleicht auch hier mitmachen und dann setzen wir das mal so und zapp. Wo ist mein Schalterchen? Zapp. Einmal. Haha. So. Toll. Also, ich brauche natürlich das Jetpack. So machen wir das und irgendwie so. Wunderbar. Und da kommt immer fleißig was nach. Hallo. Hihi. Tschüss. Das kann von mir aus alles recycelt werden erstmal. Was ich brauche, dann kann ich hier einfach Schalter aus und kann mir hier dann die Sachen rausnehmen. Und den Rest recyceln lassen. Wunderbar.
Dann können wir hier den Gang auch wieder zumachen. Zap, 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 zap. Und setzen dort ein Cover. Dann ist das auch schon mal wieder ein bisschen hübscher. Und dann sollte er hier wirklich. Ah. Scrap. Zip. Und zap. 8 Stück. Hervorragend. Und schwupp. Bitte auch mal was Schönes. Toll, was ist das? Was kann ich damit machen? Oh. Hey, jetzt war schon. Okay. Hat er aber einfach beide aufgefressen. Was auch immer da drin war, es hat mich nicht umgebracht. Zap, zap, und ein Stöckchen. Ist die Frage, ob sich das vermehrt, wenn ich da unten nicht stehe? Ich glaube nämlich nicht. Aber er hat noch immer ein bisschen was zu tun. Die Frage ist natürlich, wir könnten hier auch noch so eine, ja, Trashcan machen. Halt nicht eine, die löscht, sondern die das in Scrap verwandelt, das, was wir nicht haben wollen. Oh, was habe ich denn da gerade gesehen, ey? Habe ich das da richtig gerade gesehen? Oh, Alter. Ich meine, gut, dass er da nicht rein kann, aber ich habe schon das Schlimmste befürchtet gerade. Hallo? Hier sind ich wieder. Ihr könnt wie alle runterfallen. Ja, was habe ich denn hier noch vor? Ich möchte hier, es gibt nämlich einen Autospawner. Für den Autospawner braucht man Monster-Essenz, flüssige, Liquid. Dazu muss man Monster eigentlich, ja, schreddern, kann man fast sagen. Oder Mobs, ob böse oder friedlich, das ist egal. Ich versuche natürlich jetzt hier noch so ein paar extra Items zu organisieren. Was letztendlich da rauskommt, weiß ich natürlich nicht. Allerdings mit so einem Autospawner, den kann man natürlich anschalten und ausschalten. Das ist natürlich dann hier nicht der Fall. Hier müssen wir mal ausleuchten. Ob das dann immer so hundertprozentig hinhaut, ist so eine andere Sache. Auf jeden Fall ist das dann die nächste Aufgabe, was wir machen wollen. Das wäre zumindest mal eine Sache, die wir dann anfangen können. Ups. So, wie sieht es denn hier aus? Oh, hier sieht das gar nicht gut aus. Ah, hier steigt das schon wieder ein bisschen. Nichts, ein bisschen was, ein bisschen weniger. Okay. Haben wir ein bisschen Mulch? Wir haben auch noch ein bisschen Mulch, das ist gut. Also ich hätte gerne Äpfel. Denn Äpfel produzieren Mulch, was wiederum hiermit als anstatt Kompost verwendet werden kann. Ich meine, Kompost haben wir jetzt immer noch genug, habe ich mal ein bisschen was angefertigt. Mulch haben wir jetzt aber auch schon wieder 600. Das ist also, es würde sich rentieren, sage ich mal. Rottenfleisch haben wir auch. Brot haben wir. Ja, ich würde sagen, wir haben genug Brot. Die nehme ich mir auch nochmal mit raus. Diese Rubber Trees. Ach nee, die möchte ich ungern irgendwie schreddern. Was kann man denn daraus machen? Nur Steine? Oh. Das war jetzt Facebook. Okay. Entschuldigung. magischer. Okay. Magical Food. Und Heal Regeneration 3. Cool. Was war das denn? Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Handy, halt die Klappe.
Es gibt hier so ein paar Fruits. Grapefruit. Extra Trees. Genau mal aus. Juicy. Apple Juicy. Blackberry. Blueberry. Karotten. Also es gibt einige, viele Juicies. Denn, wenn wir das noch mal kurz Biomasse. So, das kann man so machen. Man kann hier auch. Treffe ich auf die? Treffe ich auf die? Wo sind sie denn? Wo sind die Früchte? Hier zum Beispiel. Ne? Da. Ein Mutatron. Dazu brauchen wir 200 RF, das sollte nicht das Problem sein, und Mutagen. Mutagen bekommt man durch Uranium. Alter, Mutagen Producer. Ich glaube, das sollten wir uns mal. Uranium 238. 235. Cool. Das bekommen wir wiederum. Eine Tiny Pilz zusammenfügen. Okay. Also ein. Bauen wir uns doch mal sowas. Mutagen Producer. Gen Dust Tree. Okay. Moment. Ja, dafür brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Ich meine, so ein Hopper ist Vince, Studi Casing, Bronze Power Modul, Bronze Räder und Mutagen Tank. Zinn, Glaspanel. Oh, das ist ja easy. Power Modul. Also, wir brauchen auf jeden Fall Bronze. Und das nicht gerade wenig. Bronze, wie waren nochmal Bronze? Das war irgendwie Kupfer und Zinn, ne? Nehmen wir uns einfach, sagen wir ihm mal hier, komm her. Bauen wir uns so ein bisschen was. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Stack. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. So. Ich glaube, wir belassen das erstmal bei zwei Stacks. Eisen. Tja, wie viele brauchen wir davon? Machen wir uns mal so. Was haltet ihr von 20? Glaube, 20 klingt ganz gut. Haben wir noch einen Hopper? Ein Standard-Hopper haben wir nicht mehr. So. Hopper-Reiter. Ja. So. Dann brauchen wir noch Glaspaneele. Haben wir noch ein paar Glaspaneele? Auch nicht mehr. Was ist denn hier los, ey? Zap. Davon reichen mir, glaube ich, erstmal 16. So. Und dann brauchen wir Zinn. Zinn, Zinn, Zinn. Zinn. Zap und Zap. Haben wir das erste Bauteil, haben wir denn schon? Den kriegen wir heute noch fertig. So, dann brauchen wir noch ein Case. Zap. So. Das zweite Bauteil. Kann auch darauf drücken. Dann brauchen wir die Power-Module. Das sind zwei Pistons mit ein bisschen Gold. Okay. Gehen schon mal acht Zahnräder drauf. Pistons. Pistons haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zup.
Redstone. Haben wir hier noch Redstone drinne? Da. So. Gut. 1, 2. Brauchen wir hier nur noch ein bisschen Bronze und Bronze. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Das kommt in der Mitte. Das kommt oben drüber. Das kommt dorthin. Das kommt dorthin. Das kommt dorthin. Das hier und hier. Und dann nochmal hier und hier. Da ist er. Die Frage ist, mit was arbeitet denn der? MJ, RF, EU? Hm. Und wo bauen wir ihn auf? Das muss ja eigentlich hier in der Nähe irgendwo passieren, oder? Ich glaube, das packen wir einfach mal. Was ist denn hier? Hier drüber ist. Wo bauen wir das denn mal auf? Ich möchte hier das, hier mein ME-Terminal aufbauen. Hallo? Oh, und hier füllt es sich, das ist schön. Also. Ich würde sagen, pass auf, machen wir es mal. Gott. Jetzt brauchen wir Uran. Wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ach, das Ding arbeitet doch mit RF. Uran, 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 Uran. So. Da muss man allerdings so ein bisschen aufbauen. Kann man Uranzit machen? Yellowrit. Crushed Uranium. Ores. Yellowrit. Yellowrit. Grinder, kriegen wir Flakes raus. Das kann man. Ui. Gibt es auch noch was anderes? Lead und Stone Dust, okay. Thermalzentrifuge. Okay, das ist natürlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Thermal. Ich glaube, es ist mit C, ne? Thermalzentrifuge. Und. Doch, Z. Ne, siehst du? Also gibt es nicht. Alter. Tier 3. Das ist nicht so wild. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Das ist ein Witz. Ein Energiekristall. Und wir müssen Advanced Alloy bauen. Das ist wieder Mixed Metall. Bronzeplatten, Eisenplatten, Zinnplatten. Okay. Ich bestell schon mal einige. Eisenplatten hätte ich gern so. Ja, davon so ein bisschen was. Zinn. Haben wir noch drei Platten, hätte ich aber auch gerne so zwei Stacks. Und dann müssen wir auf jeden Fall mehr Bronze herstellen. Sind dreimal. Dreimal Bronze. Ach Quatsch, dreimal Kupfer und einmal Zinn. Ein Stack, zwei Stacks, drei, vier. Ups. Nee, das ist Kacke. Wobei ich mir. So, machen wir es mal so. Dann machen wir dafür erstmal ein Pattern. Dafür sollten wir ruhig dort lang gehen. Das ist. Kann nicht schaden. La 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 la.
So, dann machen wir das jetzt nochmal. Ich habe nämlich hier unseren Hammer. Ein Hammer mit einmal das ergibt eine Bronze Plate. Sehr schön. Das machen wir auf Clear und dann schmeißen wir uns das dort mal rein. Und zap, zap. Den Hammer. Das ist also immer so mein für Patterns. Davon hätte ich gerne auch zwei Stacks. Alter, der verballert aber ganz gut welche, okay. So, dann können wir das nämlich Zinn, Eisen und Bronze. Er gibt zweimal. Das ist ja geil. Sehr schön. Zap. Zap, zap, zap. Das Problem ist aber auch, wir haben hier nichts mehr frei, ne? Shit. Das heißt aber, wir müssen mal demnächst eine neue erstellen. Die irgendwo da steht. Dann können wir nämlich den und den auch nutzen. Also ein neues ME-Interface, damit wir. Ach nee, das muss in den Kompressor rein. Haha, shit. Okay. Immerhin müssen wir das nicht craften. Das wird für uns gecraftet. Hoppala. Craft mal ein Stack. Das ging fix. Ich würde sagen, ich schmeiß das mal schnell in. Das hätte ich natürlich jetzt auch da reinschmeißen können, ne? Der Kompressor hat keine. Der hat noch 5. Und hier sind nämlich noch die drei. Und die packe ich da mal hier rein. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann den, dieses Thermal. Die Thermalzentrifuge, genau, so hieß das Ding. Basteln. Mal sehen, was das wird. Ich hoffe, wir kommen mit unserer Energie langsam noch zurecht hier. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Ansonsten, bis morgen. Ciao, ciao.